Hast du jemanden, der am liebsten wett ist, an die Gurgel? Das gibt's ja. Schon lange, mehrere Jahre. He? So wie du das jetzt gesagt hast, denke ich, das ist Jahre zurück. He? Und dann hast du immer noch einen Hass oder eine Wut? Wut. Wut, hat die Person etwas an? Da? Ja. Wenn nicht näher darauf eingehen? Nein. Besser? Besser. Du hast es ein bisschen an, das ist sehr positiv, das gibt Kraft und Energie. Und sobald das so ein bisschen... Aber musst du es anschauen? Wirklich ja. Also. Nein, ja. Wenn du es gut angeschaut hast und Kraft hast, tust du es schnell mit dem Arm rauf und alle Kraft anwenden. Du hast es gespürt, gell, die Kraft. Okay, jetzt machst du die Augen zu. Gehst auch in die Situation rein, die unangenehm ist, kurz. Und dann tust du den Arm rauf. Ist es mehr oder weniger? Weniger. Du noch ein bisschen mehr an die Person denken. Und tust es nochmal rauf. Also, wir können jetzt nicht wissen, um was es geht. Mach die Augen auf. Kannst du dieser Person zum Beispiel vergeben, verzeihen? Ja, bitte. Ich habe es einfach jetzt angenommen. Ich kann es nicht ändern, es ist Vergangenheit. Ja. Aber manchmal kommt es halt je nach Situation wieder etwas in Sinn. Kommt es wieder rauf. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verzeihen, indem du mal dieser Person einfach Liebe senden tust. Wirklich? Mach es einfach. Kannst du sie nachher wieder ändern, wenn es der Böse ist. Versuch dieser Person, du vorzuschauen, Liebe zu senden. Gut, probier es einfach, es ist ja gleich. Wenn er nicht da ist, nützt es ja sowieso. Für dich, ja, aber für dich. Machst es für dich im Fall. Gell? Also versuch die Augen zuzumachen, konzentrier dich darauf. Und versuche einfach mal Liebe strömen zu lassen, Liebe zu geben, Positives zu geben. Lass dir ein bisschen Zeit. Weil mir denkt, das ist wichtig. Und wenn du es hast, oder das Gefühl hast, dass du es hast, tust du es anrufen. Also es ist ein bisschen mehr, oder nicht? Ja, jetzt machst du es gerade noch einmal. Weil du machst es wirklich für dich, nicht für die Person. Die Person kann etwas ganz Schlimmes gemacht haben, egal wie auch immer. Es gibt auf der Erde Menschen, die Sachen machen, die wirklich ganz schlimm sind. Aber es bringt nichts, wenn man das im Negativen in sich behaltet. Also versuch nochmal einfach Liebe zu senden. Nochmal, du machst es für dich und du musst eigentlich etwas machen, das auch für ihn gut ist. Was auch wichtig ist, dass du das machst. Die Augen zugeben. Und dann den Arm auf, sobald es ist. Ich so stark bist du am Anfang nicht einmal gewesen. Merkst du es? Ja, das ist auch wahr. Es ist wahr. Das ist wirklich so. Ja. Also, es ist so, dass es vielleicht auch unbewusst, dass es in dir schafft. Du bekommst mehr Kraft, du bekommst mehr Energie, wenn du das einfach jetzt jeden Morgen mal ein bisschen machst. Du kannst es wirklich von dir wenden, weil die Vergangenheit kannst du ja nicht auflösen. Nein. Die ist, aber sie ist erledigt. Aber ich bin schon viel, viel weitergekommen, jede Nacht mit deiner CD einschlafen. Also am Schluss. Und schlafen wir gut mit meiner CD? Wunderbar. Kannst du es empfehlen? Ja. Sollten alle hier innen kaufen? Ja, nein. Also ich bin seitdem. Ich hatte sehr Schlafstörungen, aber nicht können entspannen. Überhaupt nicht mehr abstellen. Und seit ich gerade Kopfhörer zur Nacht habe, ins Bett liege und den Mic zuhören, das ist einfach enorm. Also. Und die Mann ist auch bei dir? Ja, der glaubt nicht dran. Was sagt ihr, wenn du so mit den Kopfhörern einschlafst? Sehr erotisch. Die sind nicht ganz dicht, oder? Er hat sich einen Weg auf die Seite. Aber, was ist mit ihm passiert? Nein, dann ist genau der gleiche. Genau der gleiche. Der kennt sich auch? Nein. Ist auch okay.
Vielleicht ist er auch eifersüchtig. Ja, hast du schon sein Seitenkärtchen von mir auf dem Nachttisch? Ne? Nein, aber nicht Seite. Sie gibt dir dann nachher eine. Ich habe es dir da angeklaut. Ich würde es mal so probieren. Das Buch habe ich auch gelesen. Sehr schön, die von dir habe ich auch. Und mir geht es, also die ersten zwei Wochen habe ich noch nicht so viel gespürt. Und etwa ab der dritten Woche habe ich gemerkt, wie sich mir alles verändert. Ich habe wieder Lust aufs Leben. Ich habe wieder also wirklich, ich danke dir, Meister. Merci dir. Danke. Schön, dass du vorne bist.